Willkommen zurück zu Meridian 157 im dritten Kapitel. Wir gehen erstmal aus diesem merkwürdigen Raum raus und gehen wieder zurück, denn wir haben ein Rätsel vor uns. Nee, warte, hier sind wir falsch. Was ich glaube ich noch nicht so ganz verstehe, ich weiß es nicht. okay, wir legen erstmal die Karte hier hin. Ah, Nase juckt schon wieder. Ja, okay. So, und jetzt muss ich mir das Ganze erstmal anschauen. Wir haben ja hier diesen Schrank. Und hier haben wir Pik, Herz, Kreuz und Karo. Pik, Herz, Kreuz und Karo. Und dann haben wir dieses Brett noch gefunden, was definitiv und hundertprozentig etwas damit zu tun hat. Weil ansonsten weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Die Partie beenden kann ich nicht. So, und hier haben wir ja Möglichkeiten zu drehen. Hier haben wir Buchstaben, hier haben wir eine Zahl. Buchstabe, Zahl, es wechselt sich anscheinend ständig. So, warte mal. Mit Pik fängt es an. Pik haben wir hier. Okay, und da haben wir... Oh nee, das wollte ich gar nicht. Diese Schachfigur. Aha, okay. Die steht auf E. Ich weiß nicht, verstehe ich das richtig? Weil wir haben jetzt Pik. Ist halt schwarz. Okay, das ist jetzt beim Schachbrett nicht ganz schwarz, aber trotzdem, sie sind halt dunkel. Und diese Schachfigur dazu. Und dann würde ich sagen, man muss E eingeben. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, weil entweder müssen wir E und hier dann noch die 1 eingeben, weil es sind ja nur 4 Karten. Zieht man sie zusammen, hast du 4 Felder. Oder man müsste jetzt auf Herz übergehen, das weiß ich aber gerade gar nicht. Das könnten wir uns mal eben angucken. Eins von beiden wird schon sein. Okay. Das wäre die 5. Aber macht das Sinn? Das werde ich schon merken. Kreuz. Nee, ich glaube, es macht eher. Warte mal. Kreuz. Dann haben wir den König. Irgendwie ist das für mich noch nicht so ganz rund, ehrlich gesagt. Nee, jetzt habe ich auch Blödsinn gemacht. Das wäre, wenn ein H. Warte mal, ich glaube, das müssen wir anders machen. Das macht irgendwie, glaube ich, so... Das ist, glaube ich, Quatsch. Wir hatten hier ihn, ne? Und dann die 1. So, dann hatten wir Herz. Hat irgendwie... Hä? Ach so.
Da hatten wir. Ich glaube da immer raus, warum auch immer. G5. Warum habe ich hier das H gemacht? Habe ich mich jetzt verguckt? Ach so, weil ich es ja anders gemacht habe, ne? Also G5. Irgendwie, ich versuche das jetzt erstmal so. Wenn es nicht klappt, kann ich es ja immer noch andersrum probieren. Irgendwie erscheint mir das nicht so ganz logisch, was ich da eben gemacht habe. So, hier haben wir das. Genau. Den König. Der steht auf H6. Und dann haben wir das Karo. D5. Okay. Ja. Man sollte dem ersten Gedanken trauen. Da übe ich mich drin. Nichts anderes hier sieht besonders nützlich aus. Das ist bestimmt die Platte, die jetzt hier reinkommt. Und ich hoffe, ich kriege dann auch endlich mal den zweiten Schlüssel. Das wäre total toll. Und was jetzt? Mach mal runter. Nee. Irgendwie ist das auch noch nicht das Richtige. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Ich gehe davon aus, ich muss sie verbinden. Warte mal. Das ist nur die Frage, wie. Nee, das geht aber nicht. Keine Ahnung. Und das geht natürlich auch nicht. Ich vermute mal, oben sind die noch nicht ganz korrekt. Ja, man kann sie nur aufheben, ne? Man kann sie nicht drehen oder sowas. Ja, wir brauchen schon eine Verbindung. Müssen die alle leuchten? Das ist jetzt halt die Frage. Weil im Grunde genommen. Nee, er hier hat noch keine Verbindung. Ja, dann muss er noch. Okay, ich sehe schon. Diese drei hier müssen wahrscheinlich mit denen in Berührung kommen, ne? Dann, wir hatten doch einen. Was ist denn mit dir? Könnt ihr nicht tauschen? Nee, könnt ihr nicht. Das haut aber nicht hin. Der haut auch nicht hin. Ach, das ist ja hässlich. Sieht mich eigentlich schon ganz gut hier so weit aus. Habe ich alles zerstört. Und ich habe nicht mal ein Foto davon gemacht. Bleibt mal so. Wobei, vielleicht haben wir ja auch einen, der von oben aus abgeht. Und dann kann der hier so rüberleiten. Aber dann müssten wir diesen hier tauschen. Mit dem. So, und die Verbindung steht dann schon mal.
Lustig. Ist aber die mittlere Verbindung, aber nicht. Ich habe natürlich hier oberhalb jetzt alles, ne? Wäre vielleicht anders besser gewesen, weil... Genau. So, jetzt hat er schon mal eine Verbindung zu diesem hier. Was kann ich denn noch tauschen? Das geht nicht. Der geht aber auch nicht. Oh, ich glaube, hier werden wir ein kleines bisschen dran sitzen. Was ist denn, wenn es nicht oberhalb ist und wenn ich mich lieber auf diese hier konzentriere? Genau, so, jetzt haben wir den. Er bräuchte hier noch eine Verbindung zu ihm. Das geht aber nicht, weil er dann hier wieder keine kriegt. Oh Gott, Leute. Was ist denn das hier für ein Rätsel? Der geht gar nicht. Nee, der geht auch nicht. So. Schalte ich alles aus. Er ist hier schon mal gar nicht verkehrt, finde ich. Das ist schon in Ordnung. Es sei denn, von hier aus würde vielleicht einer durch. Ach nee, der kommt dann ja hier an. Also wir bräuchten im besten Falle. Aber sowas haben wir nicht. Ich hab so einen nicht. Das geht so nicht. Ist einfach so. dann muss er halt hier unten lang. Brauche ich einen unterhalb. Das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach, muss ich wirklich sagen. Du musst ja erstmal herausfinden, wie. Also wie die am besten sitzen sollen. So meine ich das, verstehst du? Hier führt er nicht weiter. Das bringt mir gar nichts. Er geht hier lang. Den unteren hätten wir damit. Wäre aber eigentlich gut gewesen, wenn wir einen hätten, der so läuft. Moment mal eben.
So, Entschuldigung. Okay, jetzt müssen wir, ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Aber wieso läuft denn jetzt hier unten einer? Achso, wegen ihm hier, oder was? Aber den nimmst du nicht. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Weil, ach so, weil hier, weil er hier keinen Saft kriegt? Wahrscheinlich, ne? Ja. Egal, wir schaffen das. Wie? Jetzt habe ich hier unten schon wieder die ganzen Tollen. Hier oben habe ich gar nichts. Ja, das bringt mir überhaupt nichts. Da habe ich mich gerade gefreut, dass ich dieses Schachrätsel hinter mir habe. Und jetzt kommt sowas. Das ist ja toll. Ja, der ist schon gut. Können wir ihm hier nicht einen Zippel dran machen? Immer wenn ich eine Linie hinkriege, zerstöre ich eine andere. Das ist doof. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist doof. Aber einer müsste sowieso hier oben lang führen. Das bringt mir so herzlich wenig. Warte mal, wir bräuchten am besten einen, wo hier einer sitzt, wo unten einer sitzt. Aber da habe ich nur den. Wenn es hier lang führen soll. Es sei denn, ich nehme ihn, da weiß ich aber nicht, diese Linie hier zum Beispiel, die aktiviert er ja gar nicht erst. Also bringt mir das nichts. Dann machen wir das erstmal so. So, dann haben wir ihn und er hat die Linie hier auch erfasst. Das bringt mir aber auch nichts. Achso, da haben wir das untere Stück nicht, ne? Ja. Ist klar. Ah ja, da haben wir die beiden. War's das? Ich glaube, die Mikrochips sind richtig platziert. Yay! Okay, wunderbar. Dann müssten wir den jetzt ja eigentlich aufkriegen. Ah! Ich habe den Schlüssel, ich habe den Schlüssel. Ist das nicht toll? Endlich! Jetzt habe ich beide Schlüssel. Finden wir noch was anderes hier? Nein. Goody! Dann gehen wir erstmal wieder zurück. So. Muss ich die nicht drehen? Und drücken hier rauf. Was? Was ist denn nun schon wieder? Hat das jetzt funktioniert? Ist das nicht für die Tür hier? Warum klappt das denn nicht? Ich hab doch jetzt beide Schlüssel. Wieso geht das nicht? Oder warte mal.
Die Kommunikationsleitungen sind außer Betrieb. Was auch immer die Konsole steuert, reagiert nicht. Ja, super. Das verstehe ich jetzt nicht. Die bleiben auch gar nicht... Also wenn man die dreht, dann passiert da auch gar nicht so sonderlich viel. Was habe ich denn noch übersehen? Ich habe eigentlich gedacht, ich stecke die Schlüssel rein und dann... Yippie! Warte mal, steht hier irgendwas drinne? Haben wir das überhaupt gelesen? Weiß ich gar nicht. Kommunikation, geometrische Anlagen. Das ist, glaube ich, aber einfach nur ein Lageplan, ne? Oh Gott, hier ist ja noch mehr. Ich lese das jetzt nicht alles vor, ich überfliege das nur. Okay, er denkt, er kommt der Anomalie näher. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich wüsste jetzt trotzdem ganz gerne, wie ich dieses Tor öffnen soll. Ich weiß nicht, was dahinter stecken könnte. Was habe ich denn jetzt noch nicht gemacht? Verzweiflung! Strahlungswerte im Abfallsorgungszentrum sind höher als vorhergesagt. Die maximale Aufenthaltsdauer des Personals in diesem Bereich wurde von 12 auf 4 Stunden reduziert. In diesem Bereich muss jederzeit eine Schutzausrüstung getragen werden. Ja. Oder war ich jetzt einfach zu voreilig? Habe ich da hinten noch etwas übersehen? Ach Mensch, nichts als Probleme hier, nichts als Probleme. Hallo, ich bin wieder da. Freut ihr euch? Obwohl, hier war ja gar nichts mehr, ne? Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, was das mit den Schlüsseln ist. Wahrscheinlich habe ich Paddel einfach nur irgendetwas übersehen. Oder vergessen oder so. Ja, hier geht's ja definitiv nicht weiter. Gerätelager. Aber hier war ja nichts mehr. Das nimmst du auch nicht mehr mit. Nee, danke. Ich hab... Alles gut. Mein Bedarf ist gedeckt. Ich verstehe nicht, warum ich diese Tür jetzt nicht aufkriege. Soll er doch beide Hände nehmen, gleichzeitig festhalten, mit dem Ellbogen rückst du auf den Knopf. Falls die irgendwie so komisch sitzen müssen oder so. Ich weiß es doch nicht. Es ist jetzt einfach nur verzweifeltes Gequatsche. Muss man jetzt gar nicht so genau hinhören. Hatten wir hier noch etwas? Habe ich etwas übersehen, dass das nicht geht? Ja, hier haben wir diese komischen Container. Und hier will er nicht weitergehen, was vollkommen verständlich ist. Soll er hier noch irgendwas anschmeißen? Hier war aber nichts mehr. Also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es hiermit was zu tun hat, mit diesem Bereich. Ja. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, steck die Schlüssel rein. Und das Ding läuft. Aber dem ist nicht so. Vorne noch irgendwas übersehen? Haben wir irgendein Rätsel vergessen? Hab ich irgendein Rätsel vergessen? Hier sind wir durch. Da haben wir die Batterie mitgenommen. Kann ja gut sein. Auch durch. Und hier geht es nur in den Dings wieder zurück. Ja, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so stehen lassen, ehrlich gesagt. Aber hier war ja sonst auch nichts mehr. Hier ist die Krankenstation. Hier sind die Labore. Was sagt er dann dazu, was ich machen soll? Ja. Und warum kriege ich das nicht hin? Bin ich jetzt zu doof, die Schlüssel zu drehen? Ehrlich?
Ich habe sie doch reingesteckt. Was soll ich denn machen? Habe ich hier noch was im Inventar? Es tut mir total leid. Ein kleines bisschen finde ich das ja lustig, ne? Dass ich diese... Ich meine, er soll einfach nur die Schlüssel drehen. Verstehe ich jetzt nicht. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Tja, Leute. Danke. Habe ich nur nicht schnell genug hintereinander gedrückt? Ach du meine Güte. Das war auch. Nun gut, durch diese Tür werden wir aber erst im nächsten Part gehen. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss.